Wo leben Pinguine? Im Zoo, im Zoo. Wie viel der Fänger von Hameln lockte welche Tiere mit seinem Pfeifenspiel an? Ameisen. Ratten! Mäus ist um. Du hast aufgestiegen und bist jetzt auf dem zweiten Platz. Judo. Möchtest du... Thriller! Get out this way! Thriller. Was? Beat It ist falsch. Es war Thriller. Ja, hab ich doch gesagt! 1-1! Klappe die erste. Halt deine Klappe die erste. So dumm. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist wieder der Fun Day Sunday. Und ich habe wieder Timo mit dabei. Ich muss ihn eigentlich jedes Mal zwingen, dass er ein neues YouTube-Video mit mir dreht. Wir spielen heute mit Alexa Trivia Hero. So Leute, bevor das Video jetzt wirklich startet, eine kleine Bitte. Ich bitte euch um nichts. Aber so viele Menschen schauen sich dieses Video immer an oder schauen sich es halt eben nicht an. Bitte Leute, macht kurz Pause, geht schnell auf Abonnieren. Euch kostet es nichts, mir bringt es aber wirklich viel, weil dadurch freue ich mich immer, wenn ich meine Arbeit hier weitermachen kann. Der Schnitt, die Produktion, die ganze Recherche, alles Mögliche frisst wirklich viel Zeit. Deswegen wäre ich euch mega, mega dankbar, wenn ihr einfach kurz abonnieren klicken könntet. Es dauert eine Sekunde und wenn ich immer sehe, wenn ich hochgehe, wie lange ihr an dem Video schneidet, locker 6,5 Stunden. Ja. Und ihr müsst einfach nur eine Maustaste drücken, deswegen wäre ich dankbar. Das wäre sehr nett. Ja, ich wäre nett. Was ihr auf jeden Fall machen dürft, ihr dürft mitraten. Und dann am Ende könnt ihr eure Punktzahl unten in die Kommentare schreiben. Wie viel hattet ihr? Aber ehrlich sein, es sind teilweise Fragen dabei, wo ich mir denke, ich bin dumm. Wirklich, tatsächlich, ja. Aber gut, er auch. Wir fangen an. Jetzt geht's los! Willkommen zurück zu Trivia Hero, dem Spiel, mit dem du dein Wissen gegen die Uhr testen kannst. Bevor wir loslegen, mache den Raum bitte so leise wie möglich, damit ich dich klar verstehe. Ihr habt je 60 Sekunden Zeit, um so viele knifflige Fragen zu beantworten, wie ihr könnt. Deine 60 Sekunden starten in 3, 2, 1, jetzt. Welche Jahreszeit folgt auf Winter? Frühling! Popeye der Seemann bekommt seine Kraft von was? Spinat. Hab ich noch nie gehört. Miley Cyrus war der Star welcher Disney-Serie? Hannah Montana. Wie nennt man einen unterirdischen Friedhof? Mausoleum? Mausoleum ist falsch. Es war Katakomben. Ah. Das halte ich für ein Gerücht. Das Bootsrennen zwischen Oxford und Cambridge wird auf welchem Fluss ausgetragen? Themse. Ja, weil Oxford. Wer ist der Begründer der Evolutionstheorie? Den haben wir gerade im Bieb. Keine Ahnung. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Wer ist der Begründer? Wer ist der Begründer der Evolutionstheorie? Keine Ahnung. Charles Darwin. Es war Charles Darwin. Das war's. Ich bin dumm. Die Zeit ist um. In welcher Richtung geht die Sonne unter? Westen. Einfach geraten. Wo leben Pinguine? Antarktis. Im Zoo. Im Zoo. Wie viel ist 2 hoch 3? 8. Ja. Was wird mit Fahrenheit und Celsius gemessen? Wärme. Temperatur. Es war Temperatur. Oh. Welche Drüse reguliert den Stoffwechsel im menschlichen Körper? Schilddrüse. Welche Farbe haben Taxis in New York? Gelb. In welchem Michael Jackson Video verwandelt er sich in einen Zombie? Thriller. Was? Beat It ist falsch. Es war Thriller. Ja, hab ich doch gesagt! Wie nennt man die Vorderzähne beim Menschen? Schneidezähne? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Wie nennt man die Vorderzähne beim Menschen? Schneidezähne? Vollende diesen Elton John Titel, Candle in the... Night. Wind. Oh. Nacht ist falsch. Oh. Es war Wind. Oh. Wind. Welche Art von Mühle macht Windenergie nutzbar? Windmühle?
habe so Glück. Vollende den folgenden Elton John Titel Candle in the Wind. Das ist ja voll asozial. Wem folgt Alice durch ein Loch ins Wunderland? Cooper. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Wem folgt Alice durch ein Loch ins Wunderland? Hasen. Was lässt Aschenputtel auf dem Ball zurück? Ihre Glasschuhe. Weil nicht das Glasauge war. Nudeln, die bis zur richtigen Bissfestigkeit gekocht wurden, nennt man wie? Bissfest. Al dente. Bissfest ist falsch. Es war al dente. Der Fänger von Hameln lockte welche Tiere mit seinem Pfeifenspiel an? Ameisen. Wie kann man so dumm sein? Ratten. Mäuse ist falsch. Noch nie gehört. Es war Ratten. Warte, ich zeig dir was. Viele fragen mich immer, wenn ich mich verstecken möchte und unerkannt bleiben möchte. Ja. Wie mache ich das? Zum Beispiel, du wirst sehen, die Leute, die jetzt hinter dir sind, also die Leute würden mich jetzt nicht erkennen, wenn du da sitzt. Pass auf, die würden einfach denken, schau, das ist, die denken, das ist Dekoration, verstehst du? Und deswegen musst du dich immer und dann... Hallo, da bin ich! Oh, verstehst du? Timo, mach mal deine Augen zu. Nein. Komm mal her. Nein. Warum? Nein. Doch, doch. Hier habe ich kein Vertrauen. Warum? Oh, bist du schwer. Okay. Warte kurz. Achtung, warte, ich schiebe dich ein bisschen vor. Boah, Marcel, nicht so nah. Ich schau aus den Schuhen. Nein, ich tue dich nicht mehr nah. Achtung, pass auf. Mach mal die Augen zu. Mach sie es mal geht zu. Schief. Am Schluss geht's. Mach sie zu. Ja, sie sind zu. Stell dir vor. Ah! Stell dir vor, du wärst. Stell dir vor, Marcel, du fährst halt auf. Nein, stell dir vor, du. Stell dir vor, du fährst in der Geisterbahn, okay? Und jetzt geht's ganz schnell runter. Marcel! Achtung! Marcel, Achtung! Tak, 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 tak. Und jetzt geht's wieder. Deine Wunde. Oh, 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 das tut weh. Oh, entschuldige. Das Gras hast du mir gerade zugefügt. Ja. Leute. Das war's mit dem YouTube-Video. Mit dem YouTube. Schau mal, wie groß er eigentlich ist, gell? Wie klein ich bin. Ich bin so ein kleiner Stinker. Was verwendet man, um Falten aus Kleidern zu bekommen? Faltencreme. Marcel. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Was verwendet man, um Falten aus Kleidern zu bekommen? Bügeleisen. Welche ist die größte Taste auf einer Tastatur? Leertaste. Weil da so viel Leere drin. Welche Farbe haben Saphire meistens? Ja, blau. Gold. Die Statue Christ the Redeemer steht in welcher südamerikanischen Stadt? Ja, da. Pass mal auf, Weiß ich nicht! Es war Rio de Janeiro. Sag ich da. Das war's, die Zeit ist um. Ja, okay. Okay. Ja, Leute, sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr mal benachrichtigt, sollte ich neue Videos hochladen. Und ja, Timo und auch YouTube, wenn ihr ihm folgen wollt, macht's. Wenn nicht, dann nicht. Abonniert mich, deabonniert mich, was ihr auch immer machen wollt. Ansonsten sehen wir uns wieder zum Mega-Medien-Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Muah, ciao, hab euch lieb. Oh, es hat so weh getan, Marcel. Entschuldige. Oh, das wusste ich wirklich nicht mehr. Thumbnail. Oh. Da freut sich der Timo immer, wenn es um Thumbnail geht. Das müssen wir nämlich jetzt noch machen. Hast du ein Babychen? Ich hab dich im Auge. Wenn du selber. Oh Gott. Nein, ich will das, was am billigsten ist für mich. Nein, du hattest es ja einfach davor. Wir tanzen jetzt einen Tanz. Geil! Mein Name ist Nika Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich beantworte wie immer eure Fragen. Bist du Rechtsanwältin?
Ja. Seit wann? Ja, fangen wir an, oder? Du hast jetzt doch dahingestellt. Hä? Du hast doch dahingestellt. Ja, klar. Ah, warum rutscht du mal weiter weg von mir? Ach, du Angst. Also, komm mal. Okay. Hey, Leute. Okay, jetzt.